Die Lindauer Bodensee Fruchtsäfte GmbH. Hier im Westen des Allgäus produzieren 40 Mitarbeiter und zwei Azubis jeden Tag rund 100.000 Flaschen Fruchtsaft. Als Direktsaft oder aus Konzentrat. Und zwar in den verschiedensten Variationen und Geschmacksrichtungen. Immer wieder kommen neue Säfte dazu, aber auch die Tradition spielt eine Rolle bei den Fruchtsäften aus Lindau, wie uns Geschäftsführer Klaus Wiedemann erklärt. Herr Wiedemann, seit über 70 Jahren werden hier in Lindau Fruchtsäfte hergestellt. Wie hat sich dieses Unternehmen in dieser langen Zeit entwickelt? Ja, seit 1936 werden Fruchtsäfte in Lindau hergestellt, aus einer ehemaligen Genossenschaft heraus. Seit 1999 sind wir mit Lindauer Fruchtgarten als neue Marke tätig, sehr erfolgreich muss ich sagen, haben ein sehr umfassendes Sortiment von über 90 verschiedenen Sorten von Fruchtsäften, Direktsäften, Biosäften, Nektaren, Fruchtschollern, Apfelweinen, aber auch roten Most beispielsweise. Also wir sind sehr kreativ. Mehr als 50% unserer Sorten gab es vor 5 Jahren noch nicht. Das heißt, wir haben ein innovatives Team bei uns. Wie stehen Sie derzeit wirtschaftlich da? Wie viel haben Sie von der Krise abbekommen? Ja, da haben wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt, weil getrunken und gegessen wird bekanntlich ja immer, sagt das Sprichwort. Und da sage ich mal, da sind wir eigentlich ganz zufrieden. Unser Ausstoß ist nach wie vor gut. Wir sind im Zuwachs. Wir gewinnen tagtäglich mit unserem Außendienst, der in Bayern, in Baden-Württemberg, in Süddeutschland, aber auch im Ruhrgebiet, im Rheinland, in NRW tätig ist. Kunden dazu haben eigentlich Pluszahlen in der heutigen Zeit, manchmal auch ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das so hin. Wir gewinnen Tag für Tag überzeugte Konsumenten für unsere Säfte. Jetzt gibt es viele Fruchtsäfte. Warum sollte man den hier aus Lindau trinken? Ja, zum einen sind wir ja ein wahrhaft echtes Produkt aus der Region, aus dem Deutschlands größten Obstgarten am Bodensee. Wir, denke mir, überzeugen durch Qualität von der Ernte über den Anbau, über die Verarbeitung hier. Modernste, schonendste Technologie wird eingesetzt und das Resultat lässt sich sehen. Wir sind 10, 11 Jahre nun in Folge, Jahr für Jahr, meistprämiertes Fruchtsaftunternehmen in Deutschland. Aber wie wird aus diesen Zutaten eigentlich der fertige Saft? Das haben wir uns angeschaut. Rund 30.000 Tonnen Obst verarbeitet das Unternehmen Lindauer Fruchtgarten im Jahr. Hier kommt gerade eine typische Lieferung an. Herr Zentgraf, wo kommt denn das Obst her, was hier angeliefert wird? Ja, wir bekommen die größte Menge von den Landwirten hier am Bodensee. Hier am Standort in Lindau von unserem Betrieb, natürlich auch von den Lindauern Bauern, die gerade heute sehr viele Birnen anliefern. Und unsere Sammelstellen gehen bis ins Allgäu hoch, aber auch bis an den Untersee. Alles, das gesamte Bodensee-Obstanbaugebiet wird hier erfasst. Nach der Reinigung, zeigt uns Betriebsleiter Lothar Zentgraf, landet das Obst hier, wo es deutlich sichtbar zerkleinert wird. Das Ergebnis ist sogenannte Maische. Die landet anschließend in der Presse. Bis zu 1000 Tonnen können pro Tag in den insgesamt 5 Pressen bearbeitet werden. Das Ergebnis ist nicht nur Saft, sondern auch das hier. Sogenannter Trester, also die ausgepressten Obstreste. Was passiert denn mit diesem Trester? Ja, der Trester ist der Rest, was bei der Apfelsaftherstellung übrig bleibt. Also die ausgepressten Früchte, die werden bei uns im Haus getrocknet. Und in diesem Trester befindet sich ein Inhaltsstoff des Apfels. Das Apfelpektin, und dieses Pektin wird bei den Pektinherstellern aus dem Trester herausgelöst und hilft bei der Gelierung, bei der Marmeladenherstellung wird es eingesetzt. Es wird bei Süßigkeiten, bei der Getränkeherstellung wieder in Limonaden zugeführt, um die Trübung stabil zu halten. Es ist ein gelierartiges Mittel. Soll heißen, es gibt eigentlich keine Abfälle bei der Produktion, die nach dem Pressen so weitergeht. Der Saft wird extrem schnell, extrem hoch erhitzt. 30 Sekunden lang auf 98 Grad und anschließend bei unter 10 Grad gelagert oder direkt abgefüllt. Auch das ein besonderer Vorgang beim Lindauer Fruchtgarten. 83 Grad ist der Saft heiß, wenn er endlich in die Flasche kommt. Danach wird er schnell abgekühlt. So bleibt der Saft haltbar und qualitativ hochwertig. Ab hier können die Mitarbeiter dann nur noch hoffen, dass möglichst viele großen Durst auf Fruchtsaft aus Lindau haben. Uns jedenfalls hat's geschmeckt.